Moskau, Weltstadt voller Geheimnisse. Hier gibt es einen Park, in dem sich die Menschen vom grauen Alltag erholen. Einen Park, in dem drei Leichen gefunden werden. Gorki Park. Total entstellt. Nicht mehr zu erkennen. Man hat den armen Teufeln die Gesichtshaut abgezogen. Mitten in einem Moskauer Park drei verstümmelte Leichen. Wer weiß, was dahinter steckt. Die Lösung dieses Falles ist brisant. Ist er der Jäger? Es ist aber absolut möglich, dass der KGB diese drei Menschen ermordet hat. Oder das nächste Opfer. Ich habe ihn nicht ermordet. Es ist egal, wer ihn umgelegt hat, aber Sie werden mir das teuer bezahlen. Wie viel darf er wissen? Ich habe Beweise dafür, dass Sie alle drei Tatopfer kannten. Worauf wollen Sie hinaus? Das kann doch kein Zufall gewesen sein. Was wird vertuscht? Falls Sie auch für diese Bande arbeiten, ist es egal, wohin ich mich flüchte. Die haben mich gestern Nacht gesehen. Sie sitzen hier wie in einer Falle. Er verkörpert die Ordnung und das Gesetz. Ich möchte jemandem das Leben retten. Wem? Mir. Und Sie umgehen es. Die Menschen sind nun mal korrupt, Renko. Alle Menschen. Ohne Ausnahme. Sie verstricken sich in einem Netz von Lügen. Irina, ich liebe dich. Ich vertraue niemandem. Niemals. Auf der Suche nach der grausamen Wahrheit im Gorki Park. Mein Freund ist tot. Ihre Freunde sind tot. Warum machen Sie sich immer noch was vor? Nach dem fesselnden internationalen Bestseller entstand ein sensationeller Film. Die haben mich reingelegt und jetzt werden sie mich fertig machen. Er weiß nicht mehr, wer sein Freund ist. Bitte, lass die Finger davon, Arkadi. Oder sein Feind. Ich brauche einen Zeugen, unbedingt. Irgendjemand muss mir die Wahrheit sagen, mir helfen. Wie weit darf er überhaupt die ganze schreckliche Wahrheit erfahren? Sie sollen aber auch nicht leer ausgehen. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. William Hurt, Lee Marvin, Joanna Pacula und Brian Dennehy in Gorki Park.